Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge und zwar zum LS22 auf der wunderschönen Map Silver Run Forest. Wir sind zurück im Holz. Vielen lieben Dank für die ganzen Däumchen und auch für die ganzen Kommentare. Seit der letzten Folge hat sich einiges getan, denn ich habe ein bisschen Holz verkauft, habe auch schon ein bisschen was aufgeladen. Ich habe, glaube ich, auch noch einen Auftrag hier. Die habe ich schon abgeschlossen, die wir hier abschließen können. Ne? Also es sind nochmal zwei Aufträge. Eins, zwei. Da haben wir Bäume transportiert. Und ich habe schon mal ein bisschen Holz aufgeladen und heute werden wir das erste Holz für unsere erste Produktion kaufen. Ne? Vielen lieben Dank für das ganze Feedback. Ihr habt mir auch ein paar Tipps und Tricks beim Schneiden gegeben mit der Größe. Soll ich so auf 6 Meter gehen? Ihr findet den neuen Ladewagen auch ganz gut. Ne? Und ja, schauen wir einfach mal, dass es hier und heute quasi weitergeht. Ne? Da seht ihr schon, der Unimog ist quasi komplett beladen. Und ja, mit dem schönen Holz hier werden wir heute ja, das Sägewerk kaufen. Ne? Wir haben natürlich einiges zu tun. Wie gesagt, wir starten mal den Motor hier und machen mal hier die Türen zu. Habe ich soweit alles angegurtet. Ja, ist alles soweit ready. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Fahren wir mal zum Sägewerk. Nämlich das Holz, was wir jetzt hier haben, das werden wir in der heutigen Folge natürlich dann auch direkt abfüllen. So, ich gucke jetzt nochmal nach links. Nix so. Kommt nichts. Minimap im Auge behalten. Ich fand die Folge auf jeden Fall sehr witzig. Mit dem jeweiligen Zug. Ne? Ja. Ich hätte mal. Kann Holz damit verladen. Guck mal, da kommt er gerade wieder. Da vorne fährt er. Ja, man kann Holz verladen, aber nicht auf die Art, meintet ihr. Ne? Ja. Fandet ihr sehr amüsant. Ich war auch sehr begeistert. Und jetzt fahren wir einfach mal hier durch das schöne Städtchen mit unserem Holz hier. Machen mal hier die Bambule-Lampen an und werden das Holz dann ja erstmalig, nachdem wir dann gleich das alte Sägewerk gekauft haben, das befindet sich ja im Norden hier, dann natürlich auch befüllen. Ne? Sehr schön. 268.000, das Ganze kostet glaube ich 250.000. Und dann werden wir die Bretter nutzen, um dann die Achterbahn in Betrieb zu nehmen. Ne? Im Community-Stream in den letzten beiden Wochen haben wir es, also in der letzten und in der vorher herausgegangenen Woche, haben wir es ja schon fertig gebaut. Auf jeden Fall echt ein Spektakel. Und das ist auch unser Ziel hier. Und all das, was wir zu viel produzieren, werden wir dann letztendlich dafür nutzen, dass wir vielleicht auch nochmal ein Bötchen bauen. Huch, hör mal, na hör mal, was macht er denn da hier? War aber jetzt nicht die feine englische Art, ne? Da hat er... Ja, irgendwas Komisches gemacht, ne? So, ist echt ein langer Weg zu dem jeweiligen alten Sägewerk. Da vorne müssen wir gleich links. Und man kann sehr viel Geld mit Containern erwirtschaften, habt ihr geschrieben, ne? Also mit Containern kann man auf jeden Fall ordentlich Geld verdienen, wenn man die dann auch für die passende Größe hat. Da fehlt uns aber noch so ein bisschen das Equipment. Und wir fahren jetzt mal links hier. Guck mal, da seht ihr schon das Sägewerk. Und der Season Pass hier 2 ist auch verfügbar. Ne? Könnt ihr euch ab sofort ja, vorbestellen. Bekommt dann auch zwei schicke Fahrzeuge. Die zeige ich dann mal in den nächsten Folgen. Die ihr direkt nutzen könnt, ne, und sie dann die 5 DLCs, die kommen, Link in der Videobeschreibung, Partnercode HOMAL benutzen, H0MER, und dann läuft das Ganze. So, jetzt sind wir mal hier rangefahren. Und dann müssen wir gleich, glaube ich, hier vorne den ganzen Spaß abladen, ne. Die Frage ist, hier fährt ja auch der Zug lang, ne. Oh Mann. Ich hoffe, na, wir gucken gleich mal. So, wir steigen jetzt hier erstmal aus. Das ist das schöne Sägewerk. Und das brauchen wir quasi als Grundlage für alle weiteren Produktionen. Stehe ich jetzt hier irgendwie auf der Gleise? Ich guck mal gerade. Nee, das passt soweit. Das heißt, wir können hier ohne weiteres aussteigen. Und werden uns das Sägewerk kaufen. Ja, ranlaufen, R drücken. Jupp. Zack, das Sägewerk wurde gekauft. Und jetzt können wir hier mal in die Produktion reinschauen. Wir können Bretter herstellen, lange Bretter, Holzbalken und Fertigwände. Ich würde das Ganze... Wie viel brauchen wir denn davon? Wir brauchen ordentlich, ne? 416. Brauchen wir das... Ah, guck mal. Also ich würde das hier... Ist das schon alles aktiv? Dann abladen. Die Frage ist... Wenn wir uns das jetzt hier mal anschauen. Wo lade ich das ab? Wo ist der Trigger? Den können wir, glaube ich, hier vorne einfach reinwerfen, ne?
Das ist auf jeden Fall das schöne Sägewerk. Hier spawnen dann die verschiedenen Paletten. Das heißt, die werden erstmal hier spawnen. Hier. Und dann werden die übertragen hier zu dem kleinen Lager hier. Und dann werden wir am Anfang, glaube ich, erstmal ein bisschen was verkaufen, um ein bisschen Geld zu bekommen. Und ich gucke mal gerade, was bringt denn das meiste Geld, damit wir erstmal ein bisschen was bekommen. Weil wir brauchen ja noch weitere. Oder wir liefern die Bretter zum jeweiligen Achterbahn. Ne? Ich guck mal gerade kurz. So, lass uns mal gucken. Hier produzieren wir Bretter. Seht ihr auch Achterbahn? Guck mal, 4000. Das ist schon recht ordentlich pro 1000 Liter. Wir brauchen auf jeden Fall auch noch den Manitou. Den werde ich dann irgendwann mal holen. Und wir haben... Was haben wir denn noch? Lange Bretter. Oh, guck mal, bringen sogar 5000. Wir können alles... Guck mal, nach Elm Creek mit dem Zug verdienen wir richtig viel Geld, ne? Vielleicht können wir das am Anfang mal vielleicht eine Ladung komplett durchlaufen lassen. Boah, guck mal, 15.000. Oha. Ich glaube, wir lassen alle Produktionslinien an und werden den ganzen Spaß dann einmal per Zug verkaufen und dann immer wieder befüllen, dass wir dann auch weiteres Geld bekommen. Ne? So, ich fahre jetzt hier einmal rum und versuche das jetzt gleich mal abzuladen, in der Hoffnung, dass es funktioniert. So, gucken wir mal. Das heißt, das müssen wir da vorne irgendwo in diesen Teich werfen, ne? Hier fährt natürlich kein Zug lang. Aber ich glaube, der Zug, der fährt auf der äußeren Strecke, ne? Der fährt gar nicht über diese Brücke, ne? Wir bekommen natürlich noch Hackschnitzel. Das können wir auch verkaufen. So, machen wir mal die Rundumleuchten aus. Und jetzt muss ich mal gucken. Der Zug fährt, glaube ich, gar nicht hier lang, oder? Oder fährt er da lang? Ich bin mir da nicht sicher. Vielleicht können wir auch da oben einfach drauf fahren. Der fährt nämlich, glaube ich, da hier vorne lang, ne? Also hier fährt er, glaube ich, meiner Meinung nach nicht lang. Wenn er gleich kommt, ja, dann kommt er gleich. Dann ist es einfach so, ne? Aber ich würde sagen, wir machen den... Wir überladen das jetzt hier. Und da wird es auch richtig schön per Animation wird das Ganze dann auch rübergeführt. Ne? Ich mache das mal ab. Ich wechsle mal die... Ah, wir müssen ja hinten einsteigen. Ne? Ja, es ist das. Da müssen wir einmal die Gruppe durchschalten. Da müssen wir einmal die Dinger wieder ausfahren. Zack. Oh, die kommen nicht bis ganz zum Boden. Weil wir jetzt gleich so eine kleine Erhebung haben. Ne? Wir steigen mal kurz aus hier. Und dann steigen wir hinten ein. Wir müssen jetzt hier, haben wir auch eine andere Kameraperspektive? Ne, haben wir nicht. Den ganzen Spaß jetzt hier auch wieder aufladen. Ne? Hab ich die Dinger jetzt wieder eingefahren? Ne. Guck mal, jetzt sind sie komplett runter. Sehr schön, Gruppe durchschalten. Und jetzt können wir hier das Holz aufnehmen, in der Hoffnung, dass er das aufnimmt. So, wir gucken mal. Ne, hat er nicht aufgenommen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Sehr schön. Wir drehen das Ganze mal so ein bisschen. Das habe ich mir noch mal ein bisschen besser konfiguriert. Man sieht das hier echt schlecht, ne? Weil das Teil natürlich schon viel, viel besser funktioniert. Ich kriege es nicht runter. Jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken, ne? Dass wir da hier vielleicht ein bisschen... Das ist echt... Natürlich jetzt auch super draufgelegt, ne? So, wir versuchen es mal. Man darf es auch nicht mehr ganz festmachen, habt ihr geschrieben. Ah, guck mal, jetzt haben wir es ein bisschen gelöst. Ne? Vielleicht sollten wir das nochmal ein bisschen weiter ranziehen hier. Dass wir da ein bisschen mittiger draufgehen, ne? Und dann werden wir das Holz jetzt hier verladen. In der Hoffnung. Ne, er nimmt es nicht. Ich gehe mal kurz in die Außenperspektive. Können wir es, glaube ich, ein bisschen besser sehen. So, den vielleicht hier ein bisschen. Den können wir noch mal ein bisschen drehen. Sehr gut. Ich glaube, wenn der erste runter ist, dann lübt das Ganze ja auch. Ne? Ach, sehr schön. Guck mal, jetzt können wir die Perspektive wechseln. Und dann können wir den ganzen Spaß jetzt hier quasi runterfallen lassen. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Ne?
Da gibt es dann eine richtig schöne Animation. Zack. So. Das heißt, jetzt hier drüben geht jetzt quasi das erste Holz da hoch. Das gucken wir uns später nochmal an, wenn wir die letzten Sachen hier verladen haben. Das ist wirklich sehr spektakulär. Und das sieht auch sehr gut aus. Erinnert mich so ein bisschen an Lumberjack's Dynasty. Kennt der eine oder andere vielleicht hier auf dem Kanal? Das haben wir auch relativ lange gespielt. Und hat auch mal sehr viel Spaß gemacht. Und daran erinnert so ein bisschen die Animation dort, ne? Ja, kriegen wir es? Ja, doch, das geht. Ja, jetzt haben wir es nicht ganz runterbekommen. Da müssen wir nochmal kurz noch ein bisschen aufnehmen. Wir drehen das Ganze nochmal ein bisschen. Das braucht man echt viel Übung für, ne? Gerade das Abladen auch. Ne? Ich weiß nicht, ob es hier einen Trigger gibt, wo man direkt reinfahren kann. Wenn ihr es wisst, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Weil dann bräuchten wir diesen Spaß mit dem Verladen nämlich hier gar nicht machen. Aber ich finde es halt cooler, ne? So, und da kommt jetzt das erste Holz rein. Und dann werden wir uns in den nächsten Folgen wieder um die anderen Dinge kümmern. Das heißt, wir werden natürlich auch das andere Holz dann noch wieder schön runterholen. Ne? Warte mal, ich guck mal kurz. Müsste eigentlich jetzt hier wieder hochgehen. Ne? Jupp. Das müssen wir vielleicht ein bisschen sachter machen. Ja, ab und zu ist das noch mal ein bisschen... Ja, ist es jetzt runtergegangen? Fällt es runter? Nee, es fällt nicht runter. Müssen wir nochmal einen kleinen Schubs geben vielleicht. In der Hoffnung, dass es da funktioniert. Komm, fall runter. Tipptopp. Guck mal, und da drüben geht es dann hoch und geht dann in die Produktion rein. Ne? Das ist wirklich sehr klasse gemacht. So, jetzt machen wir das Ding mal wieder auf. Wir drehen es nochmal eben kurz. Vielleicht noch ein Stückchen weiter raus hier. Und dann rüber. Ah, es ist gar nicht so einfach, ne? Man könnte das natürlich auch anderweitig machen. So. Zack. Rein da. So, ich glaube ein... Ah, zwei Stück haben wir noch. Jetzt können wir auch ein bisschen besser gucken hier, ne? Das Teil, was wir jetzt hier haben, ist natürlich noch nicht optimal. Mein Ziel ist es irgendwann, wenn wir uns dann den LKW leisten können, das Ganze dann auch direkt auf dem LKW von dem jeweiligen Ernter drauf zu packen. Ne? Der Mario ist ja da so ein Fuchs, der kann das ja. Der ist ja ein Holzwurm. Und der hat da drauf, ne? Ich eher noch weniger, aber ich denke mit ein bisschen Übung und so weiter könnte das irgendwann auf jeden Fall klappen, ne? Ah, guck mal, jetzt hat er direkt zwei Stämme genommen. Das ist natürlich auch sehr toll. Spaß noch einmal drehen hier. Sieht noch ein bisschen unbeholfen aus, wie ihr seht. Das ist noch nicht so ganz optimal. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt hier irgendwie... Nee. Ja doch, der eine fällt, glaube ich, rein. Jo, der ist weg. Den anderen müssen wir nochmal schubsen. Dann mache ich das Ding nochmal zu. Oh Mann, Leute. Übung macht den Meister, ne? Das ist für mich ja auch das erste Mal so richtig im Holz, ne? Na, guck mal, mit dem Schubsen, das klappt doch ganz gut. Guck mal, da geht schon wieder was rein. Ich glaube, wir haben noch einen Stamm jetzt hier übrig. Den verladen wir jetzt auch nochmal. Oder haben wir schon alle Stämme weg jetzt? Nee. Ach, es sind sogar noch zwei. Guck mal. Es sind sogar noch zwei Stämme. Vielleicht kriegen wir die beide sogar. Wobei, ich würde jetzt erstmal auf den einen hier gehen. Wobei, man könnte vielleicht sogar... Man darf das hier immer nicht ganz zumachen, habt ihr geschrieben, ne? Das ist, sei wohl ganz wichtig. So. Sehr schön. Dann haben wir noch den letzten, der hier vorne so ein bisschen. Oh, sogar zwei. Leute, guck mal, wie viel Holz wir da haben. Wir können aber mal gucken, wie viele Liter das waren, ne? Können wir uns auch gleich nochmal angucken. So, jetzt aber, komm, alle beide. Tipptopp. Nochmal ein bisschen rausschieben. Huch, da fällt der eine wieder runter. Den anderen können wir hier direkt absetzen. Und der fällt halt auch rein. Sehr gut. Schön, Leute. Dann würde ich sagen, steigen wir mal aus.
Und gucken uns die Animation hier mal an, ne? Da geht nämlich das Holz rein. Und das wird dann hier hochgefördert. Das sieht wirklich tipptopp aus, ne? Ich gehe mal kurz hier ein bisschen ins Wasser. Ich guck mal kurz, kann man da hochlaufen? Macht man in der Regel eigentlich nicht, aber ich guck mal, ob ich da hochkomme. Nee, kommen wir nicht. Ich mach mal kurz den Flugmodus an. Habe ich den irgendwo hier? Nee. Player. Flight Mode. Da können wir uns das mal ein bisschen angucken. Und da geht das Holz dann hier oben rein. Ne? Wird dann weiterverarbeitet. Also ich finde das auf jeden Fall eine sehr tolle Animation. Ist auch alles bewegt. Und auf der anderen Seite werden dann natürlich die ganzen verschiedenen, ja, Dinge produziert werden. Also ich freue mich da mega drauf. Und wir gehen jetzt mal hier in unsere Produktion. Gucken uns die an. Wir haben jetzt knapp 10.000 Liter. Und es wird relativ zügig produziert. Ne? Die einen sagen, das ist ein bisschen zu langsam. Aber man kann ja viele Dinge noch nebenbei machen. Und hier kommen dann die ganzen Paletten raus. Und wenn die Träger hier voll sind, geht das Ganze dann hier rüber. Und der Zug fährt, glaube ich, hier vorne nur lang. Das bedeutet, dass wir hier die ganzen Paletten dann haben. Auch die Fertigwände und so weiter. Und dann können wir das hier dann auf jeden Fall überladen auf dem Zug und können das dann nach Elm Creek verkaufen, weil das wohl das meiste Geld bringt. Guck mal hier, da fährt der Zug auch gerade vorbei. Dann können wir das hier schön aufladen. Ja, und dann fahren wir dann weg, ne? Das ist so mein Plan, den wir jetzt haben. Bedeutet, Sägewerk läuft. Das heißt, wir haben die ersten Dinge soweit verladen. Ne? Können uns jetzt in den nächsten Folgen wieder ein bisschen hier um das Holz kümmern. Wir haben noch 18.000 Euronen auf dem Konto. Das ist jetzt nicht sonderlich viel. Aber sobald dann die ersten Sachen hier quasi verkauft werden. Huch, ich schlage jetzt mal hier ein. Läuft das auf jeden Fall dann auch, ne? So, wir können das jetzt hier mal einklappen. So mehr oder weniger. Warte, wir fahren das hier mal wieder rüber. Das klappt man hier komplett ein, indem man das einmal komplett hier so zusammen macht und dann nach unten klappt, ne? Ja, weiß ich nicht. Gut. Ich würde sagen, so muss das sein. Wir schalten die Gruppe nochmal eben kurz durch hier. Und fahren da das Ding nochmal hoch. Ja, und können dann jetzt einfach wieder abfahren. Ja, das heißt, wir fahren jetzt zurück zu unserem, ja, zu unserem Wald. Ne? Werden dann dort letztendlich dann auch weitere, ja, Holzstämme in der nächsten Folge dann auch weiter transportieren. Oh, 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 oh. Das war, glaube ich, keine gute Idee. Ja, und dann zeitnah dann auch. Wir werden immer mal so ein paar Zeitsprünge machen. Ich werde dann so ein paar Sachen offline machen. Dann auf jeden Fall auch, ja, die ersten Paletten verladen, die dann auch zur Achterbahn bringen. Oder ich glaube, die erste Rutsche würde ich schon eher, die würde ich schon eher vielleicht komplett, verkaufen vielleicht. Dass wir da ein bisschen mehr Kapital haben, um uns vielleicht dann den großen LKW irgendwann mal leisten zu können. Das sind ja viele Dinge, die hier bei einer Rolle spielen. Wir brauchen auch noch weitere Produktion. Wir brauchen noch Schindel, wir brauchen später Eimer, wir brauchen Fässer. Wir brauchen noch ein Grundstück für die Eisenschmelze, damit wir das Eisenerz auch transportieren können und, und. Das sind natürlich viele Dinge, die dabei eine Rolle spielen. Und ja, das machen wir noch in den nächsten Folgen. Ich würde sagen, Leute, das soll es dann erstmal gewesen sein mit einer weiteren Folge hier zur Silver Run Forest. Ich fahre mal zurück zu meinem Wald und werde da ein bisschen, ja, weiter Bäume fällen. Und die dann, glaube ich, in 6 Meter Stücken, hatte dir geschrieben, dann auch hier wieder rüberfahren. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, gerne Däumchen da lassen. Schreibt auch gerne einen Kommentar dazu, wie ihr das Projekt findet. Und ja, wenn ihr da Tipps und Tricks habt, immer her damit. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, eine schöne Weihnachtszeit und sage mal, ja, bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.